Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute gibt es ein sehr, sehr, sehr angefragtes Video, nämlich ein Geschirrenvideo. Also mir wurde gesagt, ich soll einfach mal ein Geschirrenvideo machen. Das wollte ich eh machen. Es wird noch zwei andere Geschirrenvideos geben irgendwann. Also wirklich, ich habe so viele Pläne. Ich verrate sie noch gar nicht. Also ich möchte echt total viele. Ich habe schon so viel vorbereitet. Aber ich konnte es einfach noch nicht umsetzen. Und ja, ich war jetzt eine große Runde Gassi. Und Luna müsste jetzt eigentlich auch schlafen. Und die Lichtverhältnisse sind nicht die beste, aber ich habe das schon so lange geplant. Und ihr wartet auch schon relativ lange drauf. Deshalb dachte ich, ich drehe das jetzt einfach mal ab. Und ich würde nicht zu lange rumreden. Und deshalb würde ich sagen, ich starte einfach mit den. Ich rede heute einfach über die Geschirre, was ich über Geschirre denke und über bestimmte Geschirrtypen. Werde euch auch Bilder verlinken. Ich werde hier keine Geschirre reinzeigen, nämlich das kommt nämlich in einem anderen Video, möchte ich das machen. So ein Geschirrenvergleich von Geschirren, die ich habe und rede, was ich von Geschirren denke und welche Geschirre für mich geeignet sind und welche Geschirre, es gibt ja verschiedene Geschirrmodelle, für wen und was geeignet ist. So, und jetzt rede ich nicht mehr lange und fange direkt an. So, einblenden. Also, das ist so ein Wolters-Geschirr und das ist ein Brustgeschirr oder auch Haargeschirr genannt. Die sind für mich sehr gut geeignet, also ich sehe da nur Vorteile darin. Wir haben so ein ähnliches Geschirr von einer anderen Marke. Aber wie gesagt, davon rede ich noch in einem anderen Video. Und ich kenne viele, die dieses Geschirr haben. Die sind sehr zufrieden mit. Und ich finde, es ist auch gut gepolstert. Es ist vor allen Dingen für langhaarige Hunde gut geeignet. Und ja, denen ist dann einfach nicht zu heiß. Dann, ich finde, fast die gleichen Geschirre sind nämlich die Hunter-Geschirre. Das ist einmal eigentlich im Prinzip das gleiche, auch schön vorne gut gepolstert. Und ja, das verlinke tue ich euch auch einblenden. Das ist auch sehr gut gepolstert, gibt es auch in schönen verschiedenen Farben und könnte man im Notfall auch vorne einhaken. Also finde ich wirklich sehr gut. Und der Hund hat halt dort auch viel Schulterfreiheit, viel Bewegungsfreiheit und das ist mixed wachsend, also auch größenverstellbar am Bauch. Die Schulterblätter sind frei und vorne das Brustbein ist frei. Also das Brustbein ist vorne beim Hund unter dem Hals, also da ist so ein Knochen, so ein Knubbel, der raussteht und das Geschirr muss immer unter dem Knubbel sitzen. Also ja, das ist immer total wichtig und die Schulterblätter müssen auch immer frei sein. Also das ist ja selbstverständlich, was die Schulterblätter sind. So, das heißt, wenn die Geschirre, die das nicht haben, sind schon mal total ungeeignet. Ungeeignete Geschirre sind, tue ich euch auch mal einblenden, Julius-Canoin-Geschirre. Einfach alle Julius-Canoin-Geschirre. Einfach nur, weil alle Julius-Canoin-Geschirre gehen über die Schulterblätter. Und ich habe mich da nochmal richtig informiert. Und nein, es stimmt doch nicht, dass alle Julius-Canoin-Geschirre das haben. Ich tue hier mal da eins einblenden. Das hat es nicht und das sieht total geeignet aus. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch welche, die ungeeignet sind. Die beliebtesten mit den Sprüchen, die Power-Geschirre oder die ich auch habe. Auch total ungeeignet. Der Hund hat da überhaupt keine Bewegungsfreiheit. Und ist auch total, also vor allen Dingen mit diesen Plattengeschirren, also die heißen fachsprachlich, glaube ich, Sattelgeschirre, die wo oben halt so eine Platte haben, da wird der Hund total, ja, der schwitzt und die Haut kann nicht richtig atmen, vor allen Dingen auf längeren Strecken. Der Hund, unten drunter kann das Fell verfilzen. Außerdem ist es ja noch viel schlimmer bei den anderen Norwegern-Geschirren, also allgemein Norweger-Geschirren. Geht nur ein Gurt drüber und bei Julius K9, ich möchte echt nicht die Marke schlecht machen, ich habe mich deswegen extra nochmal informiert, ob das bei allen Julius K9-Geschirren ist. Ich kannte nur diese Julius K9-Geschirre, aber wie gesagt, ich habe euch ja ein Bild verlinkt.
Und da ist es nicht so. Also es ist nicht bei allen, aber fast bei allen. Und also alle Norweger Geschirre sind für mich schon mal durchgefallen. Norweger sind einfach nur blöd. Norweger sind, wie gesagt, für mich nicht geeignet, weil sie immer, also das ist bei allen Norwegern Geschirren, immer über die Schulterblätter und über vorne das, über diesen Knochen gehen. Über den Stein. Also auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr genau, wie der Knochen heißt. Gerade eben habe ich es noch gesagt. Auf jeden Fall, dieser Knubbel vorne sollte wirklich immer frei sein. Und das ist halt bei den Norwegern Geschirren also nirgends der Fall. Und wirklich, du kannst sehr, man kann sich wirklich Expertenmeinungen anhören. Alle sagen, dass das frei sein soll. Und trotzdem werden die Norweger Geschirre verkauft und empfohlen. Verstehe ich gar nicht. Außerdem sollte, wie gesagt, das Schulterblatt frei sein, was halt auch bei keinem der Fall ist. Es gibt total viele Hunde, wirklich, ich kenne viele Hunde, die Angst haben vor dem Geschirr. Es liegt meistens daran, dass die Besitzer angefangen haben mit zu kleinen Geschirren, mit Norwegern Geschirren. Bei Norweger Geschirren ist halt dass das vorne mit diesem Knubbel ist nicht so schlimm. Ist zwar nicht gut für das, aber der Hund empfindet es nicht so schlimm. Was für den Hund an dem Geschirr so schlimm ist, ist, dass meistens das Geschirr zu klein ist. Nicht, weil die Gurte sind zu eng, sondern meist gehen die Gurte direkt in die Achsel rein, sage ich mal so. Also sie gehen direkt unter die Achsel des Hundes halt. Und der Hund, wenn der seinen Arm ausstreckt, also so, wenn er so läuft, tut die ganze Zeit das Bein am Gurt reiben und das schränkt die Bewegung ein. Das heißt, der Hund verbindet das Geschirr, er hat es jetzt an und er kann nicht mehr da gut ungestört laufen. Meistens bei den Julius K9-Geschirren, wie ihr seht, ist eine richtig große Schnalle und die Schnalle sitzt direkt da, wo der Hund sich bewegen will, wo das Gelenk hingeht bei der Bewegung. Und das ist halt einfach total das Problem. Und das ist bei fast allen Norweger Geschirren so. Deswegen rate ich absolut von den Norweger Geschirren ab. Und ja, also bei allen Geschirren, das kann natürlich auch bei diesen Haargeschirren passieren, sollte mindestens 4 Finger breit, also so breit, von der Achsel weg sein. Also man sollte eine Hand da hinmachen können und dann fängt erst der Gurt an. Das ist echt total wichtig. Und zum Beispiel bei den Ruffle-Geschirren, die wirklich auch gut sind, ist es zum Beispiel so, dass es nicht so sind. Es sind keine 4, aber es sind sehr, sehr dünne Gurte. Und es ist auch nicht direkt in der Achsel. Es ist zwar nicht 4 Finger, aber es sind ganz, ganz dünne Gurte. Oh, und dort ist auch keine Schnalle oder ein verstellbares Ding, wo der Hund dran stößen kann. Das heißt, der Hund spürt das nicht und stört ihn deshalb auch nicht. Bei den Norwegern Geschirren sind es aber so fette Dinger und am besten noch Schnallen oder Verstellschlüsse, die dort sind am Gelenk, wo der Hund die ganze Zeit dran stoßt. Oder es ist einfach zu eng und fetzt direkt in die Achsel rein. Das ist nämlich das Schlimmste. So, jetzt habe ich total viel über die Norweger Geschirre geredet. Ich überlege mir jetzt auch gerade noch ein Norweger Geschirren-Video zu machen, was daran so schlimm ist. Das ist ein Geschirr von Hunter, sehr gut. Ein Brustgeschirr, auch Haar, gut. Auch sehr einfach, aber schlicht gehalten, trotzdem gut. Ein NX-Geschirr habe ich selber Erfahrung, sehr gut. Vor allem hier, das ist ein Huta-Geschirr, davon habe ich auch nur Gutes gehört. Das ist ein relativ gutes und gut bewertetes Geschirr. Das hier ist von Ruffwear, haben wir auch und finden wir richtig toll. Das hier ist ein sehr billiges, aber auch gutes Geschirr. Eignet sich toll für Welpen, ebenso wie dieses hier. Für Welpen sind die super. Das hier auch ist auch relativ günstig und trotzdem gut mit Schaumstoff gefüllt. Und das hier ist auch sehr gut, das gut gepolstert ist. Das ist das einzige Julius K9-Geschirr, das ich gefunden habe, das nicht schlecht ist. Die sind auch toll, die würde ich mir auch überlegen zu kaufen, von Curly. Ein sehr teures, aber auch gutes Geschirr aus Leder.
Dieses hier kenne ich nicht, und das hier auch nicht. Also ich glaube, das sind die gleichen Marken. Das hier sind Autogeschirre, also fürs Auto zum Transportieren. Das hier sind extra Windhundegeschirre. Und das ist hier ist auch ein sehr einfaches mit viel Geschirr gehaltenes Geschirr. Das hier ist von Wolters und habe ich auch mit Erfahrung sehr gut. So, diese Geschirre sind jetzt geeignet. Ich habe auch bei den meisten was hingeschrieben. Es gibt dann auch noch die X-Geschirre, die auch ihr gesehen habt. Tue ich euch auch noch mal kurz einblenden. Die X-Geschirre sind eigentlich fast nichts anderes wie die H-Geschirre, bloß dass oben die in X-Form verlaufen, was vielleicht die Druckverteilung sogar noch etwas besser macht. Ist aber auch nicht so der Unterschied. Und die sind aber meist vorne nicht verstellbar, was aber auch nicht bei allen Haargeschirren so ist. Also auch total gut geeignet. Dann würde ich bei einem Geschirr auf jeden Fall darauf achten, dass sie gepolstert sind. Bei einem Welpen oder Hunde, die halt noch wachsen, ist es vielleicht nicht so wichtig, weil also wir hatten am Anfang auch keine gepolsterten Geschirre, aber sonst finde ich das eigentlich schon notwendig, dass die Gurte halt nicht einschneiden und der Hund halt auch wirklich gut gepolstert ist. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, habe ich halt echt viele Geschirre und bin wirklich ein absoluter Geschirrmensch und finde Geschirre auch total gut und mag sie gerne und benutze sie gerne. Wieso es so ist, kann ich euch auch sagen. Geschirre sind einfach sehr schonend für den Hund. Also es gibt viele Leute, die Geschirre benutzen, weil der Hund den Kehlkopf nicht kaputt machen kann. Der Hund kann sich nicht aus Versehen erhängen. Der Hund springt nicht in die Leine und macht sich weh. Der Hund kann sich nicht so leicht verheddern, also mit der Leine, weil die nicht so auf dem Boden rumhängt, sondern eher am Rücken. Zum Beispiel, wenn der Hund immer zieht, dann ist der Rücken ja, weil der Hals so weit oben ist, ja leicht gekrümmt. Man bekommt Rückenprobleme. Also es gibt ganz viele Vor- und Nachteile von Halsband und Geschirr. Dazu möchte ich auch noch ein Video machen. In dem Video soll es einfach kurz darum gehen, wieso ich Geschirre benutze, habe ich ja schon gesagt. Und ja, ob ich gerne Geschirre benutze, ja. Und vor allen Dingen, also das Hauptthema ist natürlich, welche Geschirre sind geeignet. Und ja, welche Geschirre nicht geeignet sind, also die Norweger werde ich noch mal ein extra Video machen. Also das ist echt. Alle Geschirre sind eigentlich sehr gut geeignet, außer Norweger und Sattelgeschirre. Ich finde auch total gut solche, ja, wie von Hurter, blende ich euch auch mal ein, die sind komplett gepolstert. Dann gibt es welche, die nicht so gepolstert sind. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Dann gibt es ganz günstige, dann gibt es wieder ganz teure. Also ihr müsst es da echt. Es ist ganz unterschiedlich. Dann gibt es auch, es gibt so wie NEX zum Beispiel, also die sind so gut gepolstert, aber die sind nicht so zu wie die Hurter-Geschirre. Also ich blende es euch alles ein, dass ihr das sehen könnt. Dann gibt es noch welche, die einen Griff haben, also die Hurter oder, ja, was hat noch einen Griff? Ja, blende ich euch auch mal ein und dann. Gibt es noch, die NEX haben zum Beispiel keinen Griff, die von Trixi, die X-Geschirre haben auch keinen Griff. Ja, das kann man sich, die Ruffle-Geschirre haben keinen Griff, sind aber auch total schön gepolstert. Dann gibt es welche, die nicht gepolstert sind. Wie gesagt, sind die gut für Welpen geeignet, weil man die auch vorne und hinten gut verstellen kann. Ja, ihr habt jetzt alle gesehen, die ich geeignet finde und ja. Ein Vergleich zwischen Halsband und Geschirr mache ich noch ein Video und auch noch, wieso Norweger Geschirre nicht geeignet sind. Und dann sind die Themen auch schon durch. Das Einzige, was ich auch noch ein Video machen möchte, ist, ich habe ja auch Geschirre und die möchte ich vergleichen und welche ich mir nochmal kaufen würde und welche nicht. Und ich würde sagen, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne einen Daumen und ein Foto nach oben. Ich hoffe, ihr abonniert uns und unterstützt uns, dass wir noch weitere schöne Videos drehen können und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schönen Tag noch und tschüss, bis zum nächsten Video.